Der Text ist für euch. Also für alle. Den mache ich jetzt auch wieder aus therapeutischen Gesichtspunkten. Wer zuhören will, kann das tun, wer nicht, dann nicht. Scheiße. Der Text heißt: Wer früh aufsteht, hasst mehr vom Tag. Tausche folgenden Arbeitsplatz: 35-Stunden-Woche, knapp 10.000 Euro netto im Monat, 45 Tage bezahlter Urlaub, Firmenwagen, gutes Betriebsklima gegen meinen. Okay, war nur Spaß, aber wir alle träumen doch von einer Karriere und denken an Leute wie Harley und Davidson, Hewlett Packard oder Steve Jobs von Apple und Larry Page von Google. Die haben allesamt ihre Karriere in einer Garage gestartet. Mein Elternhaus verfügte früher nur ein Carport, womit mein Scheitern quasi vorprogrammiert war. Für Job und Karriere muss man sich von Anfang an bestmöglich verkaufen. So war es in einem Bewerbungsgespräch seinerzeit etwas unglücklich, auf den Hinweis des Personalleiters, hallo, wir duzen uns hier alle, mit schön für Sie zu antworten. Wenn man die darauf unmittelbar eintretende Stille zwischen zwei Menschen auch noch falsch deutet und sich womöglich intuitiv zum ersten Kuss nach vorne beugt, kann auch das kontraproduktiv sein. Warum wollen Sie gerade diesen Job? Wurde ich weiter gefragt. Nun, ich weiß natürlich, dass Arbeit eine sehr altmodische Form der Vermögensbildung ist, aber ich habe nun mal Angst, im Ruhestand wegen der drohenden Altersarmut im Stadtpark aus Mitleid von den Enten gefüttert zu werden, sagte ich. Dann aber nicht. Ich erzählte stattdessen, dass ich BWL, Informatik und Jura studiert hätte, zusätzliche Abendkurse in der VHS gäbe und auch ehrenamtliche Tätigkeiten ausübe. Der Personalleiter war davon äußerst beeindruckt, was ich überhaupt nicht verstehe, denn schließlich ist alles möglich, wenn man nur lügt. Und mal ehrlich, übertreiben wir nicht alle ein wenig in unseren Bewerbungen? Am Ende des Einstellungsgespräches wollten die Verantwortlichen dann auch nur noch von mir wissen, ob ich nun wirklich Batman bin oder nicht. Ich bekam den Job und begann, mich einzuarbeiten. Kennt ihr den Moment, in dem nach einiger Zeit plötzlich alles Sinn ergibt und man merkt, dass der ganze Stress sich wirklich lohnt? Nein? Okay, ich auch nicht. Es gab Tage, an denen meine Antriebslosigkeit derart stark war, dass damit drei Kollegen eine komplette Woche hätten nichts tun können. Dabei gab es doch auch mal Zeiten, die waren anders. Da bin ich morgens um 6 Uhr noch voller Elan aus dem Bett gesprungen, hellwach und voller Tatendrang, damals mit 4. Inzwischen hätte ich einfach gerne täglich Einlaufmusik, wenn ich zur Arbeit erscheine, so wie Boxer auf dem Weg zum Ring. Denn der Büroalltag ist wahnsinnig hart, Betonung auf wahnsinnig. Du willst beispielsweise einen Brief schwarz-weiß ausdrucken und der Drucker sagt, nö, schwarz-weiß geht nicht, Magenta ist aus. Was ist das für eine Logik? Ich bekomme sogar E-Mails mit dem Hinweis, denken Sie vor dem Ausdrucken an Ihre Umwelt. Und dann sitzt du da 10 Minuten am Schreibtisch, denkst angestrengt auf deine Umwelt und drückst dann auf Print. Und dann gibt es dort Menschen, die rufen dich an und lassen es 473 Mal klingeln. Was denken die? Och, irgendwann wird er schon aus dem Urlaub zurück sein, oder was? Mich rief sogar jemand an, um mitzuteilen, dass er mir gerade eine Mail geschrieben habe, worauf ich direkt danach per Mail geantwortet habe, dass ich jetzt aufgelegt hätte. Und dann gibt's da diese Koffeinsüchtigen, für die alle vor der Kaffeemaschine eine Rettungsgasse bilden müssen, weil die derart viel von dem Zeug trinken, dass kolumbianische Bauern Fotos von ihnen im Portemonnaie haben. Mit den Jahren bin ich darum auch zur Überzeugung gelangt, dass es wie bei Zigarettenpackungen auch bei Mitarbeitern Warnaufkleber geben sollte. Warnaufkleber mit Hinweisen wie, ich bin ein Vollhorst. Oder duscht nur selten. Oder Vorsicht, spricht schon vor 8. Oder trage zwar ein Bosshemd, bin aber trotzdem nur der Hugo. Und schließlich kann nicht mal Wasser aus einem Stiefel kippen, selbst wenn die Anleitung auf der Sohle steht. Das würde einiges einfacher machen. Meine Hochachtung gilt allerdings bis heute jener Praktikantin, die nach einer knappen halben Stunde im Betrieb behauptete, sie hätte ihre Zigaretten im Auto vergessen und anschließend mit quietschenden Reifen auf Nimmerwiedersehen vom Gelände gerast ist. Respekt und Chapeau. Ich frage mich oft, ob mein Job vielleicht einfach Teil eines kranken Geheimexperiments der Regierung ist. Man denke allein nur an diese Meetings. Die beginnen in der Regel um 8 Uhr. Man schaut dann nach 2 Stunden auf die Uhr und es ist 8.10 Uhr.
Merke, alle 11 Minuten vergeht am Arbeitsplatz eine Minute. Darum klingt jedes Meeting auch direkt spannender, wenn man Titel von Kinderbüchern davor setzt. Harry Potter und das Marketingkonzept. Die drei Fragezeichen und die Kosten-Nutzen-Analyse. TKKG und das neue Organigramm. Oder 5 Freunde gegen Mobbing am Arbeitsplatz. Aber ich will hier nicht auf hohem Niveau jammern. Schließlich gibt es die schlimmsten Jobs nach wie vor beim Arbeitsamt. Falls du da entlassen wirst, muss am nächsten Tag direkt wieder hin. Nicht zu vergessen auch die Jobs im Krankenhaus. Hallo Kollegen, ich kann heute nicht kommen, bin leider krank. Ja, kein Problem, komm einfach her, wir schauen uns das mal an. Und ruckzuck bist du wieder im Start. Ja, super. Mit meinen übersinnlosen Fähigkeiten habe ich zu guter Letzt mal gebrainstormt, was ich nach all den Jahren Berufsalltag gelehrt habe und gerne der Nachwelt überlassen würde. Okay, also, alles hat ein Ende, nur Tesafilm hat keins. Den Satz, wir müssen die Menschen da abholen, wo sie stehen, sollten nur Taxiunternehmer sagen dürfen. Hilfreich für jede PowerPoint-Präsentation wären gelegentliche Einblendungen mit, was bisher geschah. Man sollte sich bemühen, dass kein Kollege jemals herausfindet, dass man gar kein Tourette hat. An Tagen, an denen man ein weißes Hemd trägt, gibt es in der Kantine garantiert Spaghetti Bolognese. Der Begriff Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhält in Bezug auf manche Mitarbeiter eine subtile Doppeldeutigkeit. Man sollte Kollegen im Auge behalten, die nach DIN A4-Papier im Querformat für den Kopierer sich erkundigen. Wenn man die Nachricht, ich bin mit einer Grippe im Bett, per WhatsApp ins Team sendet und die Autokorrektur aus der Grippe eine Gruppe macht, spiegelt das eventuell ein falsches Bild der Situation wider. Homeoffice ist eigentlich ganz cool, aber die Kantine da ist echt scheiße. Wenn ein Hosenbein vom Fahrradfahren noch in deiner Socke steckt, dann erwartet man am Arbeitsplatz weniger von dir. Der Vorschlag, McDonald's Drive-In in getrennten Wagen für die nächste Weihnachtsfeier, wird meist als zynisch empfunden. Eine Mail mit dem Wortlaut, die haben doch alle den Schuss hier nicht gehört, versehentlich über die Funktion an alle Antworten zu versenden, ist der Betriebsharmonie wenig zuträglich. Und es kommt bei einem Vorgesetzten selten gut an, vor versammelter Mannschaft dessen Entscheidung in Frage zu stellen, indem man lauthals verkündet, du bist hier nicht der Bestimmer! Darum ist das Wichtigste am Ende die Erkenntnis, dass es nicht schlimm ist, zwischen Weihnachten und Silvester zu arbeiten, zwischen Silvester und Weihnachten zu arbeiten, das ist schlimm. Schließlich muss ich noch sehr, sehr viele Bücher lesen, Filme gucken, Musik hören und mich um Familie und Freunde kümmern. Ich kann einfach keine 40 Stunden die Woche für Arbeit vergeuden. Dankeschön.